Hallo, YouTube, was geht ab? Ultimate Schnell am Start. Und heute reden wir über ein neues Thema. Wir reden über Hilflosigkeit. Über Hilflosigkeit. Über das Gefühl, komplett ausgeliefert zu sein von der Welt. Über das Gefühl, einfach, soll ich sagen, über das Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen. Nicht mehr weiter zu wissen. Ein wichtiges Thema, auch für mich. Sehr wichtig für mich. So. Ja. So, ich bin jemand, ich bin sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig. Ich will sehr groß werden. Ja. Ich will mir helfen, meinen Leuten helfen. Ja. Und ab und zu fühlt man sich hilflos. Ja. Alles, was man sich vorstellt, ist in der Zukunft. In der weiten Zukunft. Ja, man hofft die ganze Zeit, dass das, was man sich vorstellt, das, was man denkt, dass das passiert. Aber es gibt keine Garantie, dass es passiert. Man ist hilflos. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet. Kann sein, dass diese Arbeit ins Leere geht. Kann sein, dass alles, was man sich vorstellt, nicht passiert. Was dann? Keine Ahnung, was dann. So, und dieses Gefühl der Hilflosigkeit kennt jeder. Ja, egal, was ihr macht. Egal, was für Menschen ihr seid. Nee, keine Ahnung, ihr macht eine Ausbildung, ihr seid am Studieren, ihr macht einen Sport oder was, keine Ahnung, Mann. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit kennt jeder Mensch. Nee, man denkt sich, oh shit, Mann, ich will das erreichen, ich will das schaffen. Nee, keine Ahnung, nee, ich will diesen Arbeitsplatz kriegen, diesen Studienplatz kriegen, ich will diese Prüfung schaffen. So. Nee, man lernt, man arbeitet. Und trotzdem hat man Angst, trotzdem ist man nervös, trotzdem ist man aufgeregt. Man ist hilflos. Weil es gibt einfach keine Garantie. Es gibt keine Garantie, dass man schafft. Und weil es keine Garantie gibt, dass man die Dinge, die man will, auch schafft, trauen sich so viele Leute nicht, ihre Ängste zu überwinden. Und einige Leute wollen irgendwas Krasses werden, trauen sich aber nicht, diesen Weg zu gehen, weil sie Angst haben. So. Ja, und beziehungsweise, weil sie nicht den Mut haben, ihre Angst zu überwinden. So. Ja, und ich bin ein Mensch, der so ist. So, ich bin ein mutiger Mensch, der sich traut, seine Angst zu überwinden, weil ich bin nur einmal die Person, die ich jetzt gerade bin. Ich bin nur einmal hier auf Erden. Der Ultimate Challenge gibt es nur einmal. So, und ich kann es mir nicht erlauben, das, was ich mir vorhabe, nicht zu schaffen. Kann ich mir nicht erlauben. Ich könnte mit mir selbst nicht leben, wenn ich das nicht schaffe. Deswegen, ich muss einfach durchziehen. So, und ich finde es wichtig, ja, dass Leute so ein bisschen teilhaben an dieser Mentalität. Ja, es muss einfach geschehen. Ja, es muss passieren, dieses Sense of Urgency, es muss einfach geschehen. Und Leute, wie gesagt, egal was, dieses Mindset kann man auf alles übertragen. Es muss einfach geschehen, dieser Wille, dass es einfach geschehen muss. Ja, ich muss diese Prüfung schaffen. Ich muss dieses Mädchen klären. Ich muss einfach. Ja, ist auch ein Gefühl, eine Sache der Ehre. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich meine Ehre beschmutzt. So. Ja. Und damals haben Samurai, als sie ihre Ehre beschmutzt haben, sich umgebracht. Ja. So weit gehen wir natürlich nicht. Aber ja, das zeigt natürlich, was einen Wert Ehre hat. Ja. Also Ehre ist einfach der Respekt vor sich selbst. So, und wenn du keinen Respekt vor dir selbst hast, bist du ein Bastard. Wirklich, du bist ein Bastard. Du bist ein Mensch, den ich nicht respektieren kann, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Jeder braucht ein Gefühl von Ehre, ein Ehrverständnis. Einfach Respekt, Self-Respect. So. Ja. Und einfach aus Respekt vor sich selbst, aus Respekt vor den Werten, die man hat, für die man lebt, gilt es auf jeden Fall, das zu schaffen. Leute, wir gucken Anime, wir lesen Manga. Ja, und die ganzen epischen Charaktere sind genauso. Alles ehrenvolle Leute. Krass am Arbeiten, am Durchziehen, am Hustlen. So. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde, das Mindeste, was wir tun können, ist, ja, versuchen, so ähnlich zu sein wie die. Wir können nicht eins zu eins sein wie die, aber wir können versuchen, so ähnlich zu sein wie diese Charaktere. Ja, diese Charaktere ziehen durch, hustlen, geben alles für ihre Familie, für ihren Traum und so weiter. Das Mindeste, was wir tun können, ist dasselbe tun.
Einfach alles zu geben bei dem, was wir tun. Und wie gesagt, es ist egal was. Es ist egal was. Dieses Mindset kann man auf alles übertragen. Es ist scheißegal, was du tust, was für ein Mensch du bist. Du brauchst Respekt vor dir selbst. Du willst eine Sache schaffen, tu alles rein, was du hast. Denn wenn du nicht alles rein tust, was du hast, wolltest du das niemals. So. Ja. Tu alles rein, was du hast, Mann. Du lebst nur einmal, du bist nur einmal hier. Du bist nur einmal hier. Du bist wirklich nur einmal hier. Die Person, die du jetzt gerade bist, die gibt es in dieser Form nie wieder mehr. Keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Darüber will ich jetzt nicht reden. Aber die Person, die jetzt gerade bist, dich gibt's nicht mehr. Du bist tot, dann bist du weg. Mach was aus deinem Leben, Alter. Ich versuche auch was aus meinem Leben zu machen. Ich bin auch noch ein Kind, ich bin auch noch jung. Ich habe auch noch viele Fehler. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Und ich merke das immer wieder. Immer wieder merke ich das. Und deswegen, Alter. Auch ich muss hustlen. Auch ich muss durchziehen. Auch ich muss versuchen, so ultimativ zu sein wie der Ultimate Michel. So, ne? Das ist ein krasser Titel. Deswegen, Leute, ja. Wir müssen alle an einen Strang ziehen. Wir müssen alle durchziehen. Egal was. Auch wenn man sich hilflos fühlt. Man muss wirklich immer an sich glauben, Mann. Man muss immer an sich glauben. Man muss an sich glauben, an seinen Weg glauben. Denn wenn man das tut, dann wird man definitiv, wenn Gott das so will, ne, das auch schaffen. Ja, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Seinen eigenen Weg des Lichts gehen. Ja, jeder muss, würde ich sagen, Alter. Jeder muss einfach wissen, was er will in diesem Leben. Und dann, wenn er es weiß, durchziehen und handeln. Und handeln. Machen. Nicht nur reden. Nicht nur reden, ich werde das und das tun. Machen. Besser als immer machen. Machen, umsetzen, tun. Wirkung. Es muss was geschehen. Es muss was umgesetzt werden. Es muss was passieren. Das ist immer noch das Beste. Machen, umsetzen, Wirkung. Ja. Deswegen, ich bin jemand, ich rede ungern über das, was ich vorhabe. So, ja. Völlige Freiheit. Ja, ich kümmere mich um meine Leute. Ich kümmere mich um mich. Ich bin mein eigener Boss. Mach das, was ich machen will. Leb so, wie ich leben will. Aber ne, diese Worte haben nur einen richtigen Effekt, wenn ich auch was tue, wenn ich auch was mache. Ne, deswegen, Leute, das Wichtigste sind Aktionen. Ne, redet hier und da, aber wichtiger ist das Tun, das Umsetzen. Das Tun und das Umsetzen. Ne, das, was du sagst, auch machen, damit die Leute dir auch glauben. Wenn die Leute dir auch glauben, wirst du auch profitieren davon. Ja. Auch wenn man sich hilflos fühlt an manchen Tagen, ja. Wenn man sich denkt, dass man nicht weiterkommt, man kommt immer weiter, auch wenn es nur 1% ist, man kommt immer weiter, solange man jeden Tag ein bisschen in sich investiert, kommt man immer weiter, ja. Und das ist etwas, was ich mir auch merken muss. Und es gibt wirklich Tage, an denen ich das Gefühl habe, als würde ich nicht weiterkommen. Es gibt Tage, an denen ich denke, dass alles viel zu langsam geht, aber das ist ein Teil des Prozesses, Mann. Und das müsst ihr auch checken, damit ihr auch die Dinge schafft, die ihr schaffen wollt. Also wir ziehen gemeinsam durch. Wir sind gemeinsam ultimativ. Deswegen, Leute, like das Video, abonniert den Kanal. Macht das, was ihr tun müsst. Sag's mir, seid so ultimativ. Wie der Ultimate Michel, wir versuchen alle ultimativ zu sein. Ultimativ heißt bis zum Äußersten gehen. Und ja, das tun wir mal.